Moin moin, ich bin's, euer Max Deus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Wir haben da hinten etwas so Rotes gesehen in der letzten Folge. Da wollen wir jetzt hin, auf jeden Fall. Weil sieht schon spannend aus. Als erstes muss ich aber mir was zu essen machen. Kleines Lagerfeuer. So. Hoffen, dass ich hier nicht von den Ureinwohnern entdeckt werde. Was ist denn? Ringelblume gesammelt. Nice. Was, noch eine Ringelblume? Komm, die sammle ich eben. Wo habe ich jetzt mein Feuer da? Ja, Essen ist fertig. Dann gehen wir da weiter und wissen, was das ist. Ringelblume. Ringelblume. Was? Das sind so einfach nur rote Bäume, Blätter. Und wir sind jetzt bei denen im Dorf. Schon wieder. Wildschwein! Ureinwohner! Ureinwohner! Ach nö. Wildschwein, Ureinwohner. Ja, mach. Ja, bleib da. Ja, bleib da. Ja, warum ich auf der Facecam jetzt die Kapuze drüber habe, ist ein bisschen kalt heute. So. Und aktuell bei den Gaspreisen muss man auch ein bisschen sparen. Komm. Der geht schon mal auf die Knie. Okay. Oh, noch einer. Sind jetzt vier. Und ein Wildschwein. Dann jetzt ein paar. Ja. Ist eine. Wird nicht reichen. Ah, ja. Kommt. So, den haben wir erledigt. Noch mehr Benzin, Stoff. Oh, noch ein Haarspray, okay. Noch mehr Aloe Vera. Soll die Dose gleich leer sein, haben wir hier auf jeden Fall noch eine. Immerhin. Aber die haben immerhin auch die. Was zu trinken, immerhin. Oh ne, giftiges Wasser. Ja, die. Machen wir nicht.
Aber ich würde sagen, da ich jetzt ein bisschen Schiss habe, lass mal lieber. Nein. Lass mal wieder lieber zurück nach Hause. Aber den Ort haben wir jetzt bestimmt. Ja. Ja, der ist markiert. Das Dorf. Können wir jederzeit wieder zurückkommen. Nein. Thrombose und Muschi Klaus. Oh ne. Oh ne, da kommen die schon. Oh nein! Jetzt sind die mittlerweile richtig auch noch in den Routen unterwegs. Oh nein, ich muss meine Festung da fertig machen. Oh, sonst bin ich am Arsch. Oh ne. Und die sind schon voll auf mich hier getrimmt. Oh, Scheiße. Ne, schnell weg. Nein. Bleib weg von mir. Aber Jonas sind wir zumindest los. Weg. Noch ein Baby. Ein Baby. So, schnell eins, so. Ja. Boah, ich hoffe, wir schaffen es bis nach Hause. Die laufen mir schon hinterher. Oh nein. Und mir ist kalt. Oh, und die muss ich noch einmal kurz waschen. Scheiße. Mir ist kalt, ich bin nass. Blut überströmt. Super. Und Thrombose und Muschi Klaus hier noch bisschen fertig gemacht worden. So, Blut muss jetzt abgehen. Ja, Blut ist weg. Wir waren keine Infektion. Scheiße. Eben noch hier aufwärmen.
Oh, jetzt ist mir nicht mehr kalt. Ey, aber wenn die jetzt schon unterwegs sind. Ich habe meine Basis dann noch nicht fertig. Bin so am Arsch dann. Klar, okay, ich kann mich notfalls immer noch aufs Boot retten. Aber. Boah. Ne, das ist mein Feuer, okay. Ich wollte schon sagen, was leuchtet denn da hinten jetzt? Hose. Steinchen. So. Frage, die ich mir stelle, ist. Ne, ich kann mich jetzt nicht schlafen legen, das ist jetzt doof. Tag ist. Ja, 150 Holz müssen wir noch sammeln. Und ich habe hier kein Wasser in dem Boot. So, machen wir eben hier noch ein kleines Feuer. Gehen wieder da drauf. Die Axt. Sonst können wir hier, glaube ich, nichts machen. Ja, zwei Riegel, zwei Ding. Was? Zum Wasser kochen. Leer. Ausrüsten. Dafür brauche ich einen Fluss, oder? See. Aha. Was sieht da jetzt dort? Hatten wir schon mal, glaube ich, versucht. Einen Topf gesammelt. Wo ist die Feder hin? Nicht ins Wasser. Komm. Noch essen. Da hinten haben wir ja auch noch was. So was mit Wasser zu tun hat. Vielleicht haben wir da noch irgendwie ein bisschen was an Wasser übrig. Unten in dem Ding. Das mit dem Doof ist, mit dem Boot ist ein bisschen doof. Aber egal. Wir sind drüben. So gut wie. Aber der hat hier noch Wasser. Ja, wir haben hier noch Wasser. Sauber. So. Wie viel braucht er denn noch? 194 von 345. 151 Baumstämme brauchen wir noch. Dann hätten wir nur die Grundlage hier fertig. Was habe ich mich hier angetan, ey? Oh.
sagen, schippern wir eben da ein bisschen zurück. So. Und schauen, ob wir da hinten nicht vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen Holz sammeln können. Und so. Ich hab schon ein bisschen Angst, dass die gleich wiederkommen. Aber zum Glück war der Thrombosen-Jonah so schlau und ist zu mir ins Wasser gerannt und hat sich selber ertränkt. Denn wir wissen ja, die können ja nicht schwimmen. Ist auch besser so, dass die nicht schwimmen können. Und es wird immerhin schon mal hell. Oder wir können auch mal, wo uns jetzt wieder heller wird, eben da hinten ein bisschen so erkunden gehen. Ich würde gerne wissen, was dieser Trichter mit dem Pfeil ist, da unten neben der Höhle links. Vielleicht da mal hingehen. Ach nö. War schon wieder einer. Hier müsste das irgendwo sein. Wird hier verfolgt, glaube ich. Ja, ich werde vom Bambi verfolgt. Soll das dieser Stein sein hier, oder? Oder hier irgendwo wird. Ach, noch eine Höhle. Ja. Okay. Und die sind irgendwo in der Nähe. Wieder mal. Ja, gehen wir hier mal rein. Ja, wird wieder geladen. Schnell weg. Keine Lust gerade auf Kämpfen. Gerade gar keine Lust, zu viel Schiss.
Immer noch Trauma von Thrombose hier voll aufs Maul gekriegt von dem. Gehen wir nächstes Mal hin, aber nicht heute. Komm, Stoff will ich haben. So. Nächstes Mal gehen wir, wenn wir da dran vorbeikommen, nächstes Mal gehen wir safe da rein. Das versprochen. Aber ich will wissen, was auf der kleinen Insel da ist, auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall was. Komm, wir haben ja jetzt die Zeit. Können wir da mal hinschippern. So, aber als allererstes wieder was zu essen. Habe ich das aus beide reingenommen? Oh ne. Da habe ich jetzt Mist gebaut. Ich habe beide draufgelegt. Habe ich noch irgendwas an Fleisch? Nö, Hasenfell aber. Kann man damit machen? Ein Beutel? Kann man mit dem Beutel. Okay. Mache ich jetzt ein Bot? Kann dazu benutzt werden, um Beeren zu sammeln. Ah. So, Essen muss auch langsam fertig werden. Ja. Es regnet. Wir werden wieder nicht verdursten. Nice. Ja, erwischt. Erwischt. Wieder. Und. Wieder Vogel. Ey. Warum habe ich noch einmal Licht an? So. Boah. Wie schwer kann es sein? Ist auf den Vogel. Und den essen wir auch noch. So, dann schippern wir eben ganz schnell, ganz lustig zu dem, zu der kleinen Insel darüber. Weil ich schon wissen will, was da ist. Waren da hinten wieder welche? Ist jetzt auch egal, wir sind jetzt auf dem Boot. Ja. Okay. Weiß ich gerade auch nicht, was ich zu sagen soll. Welche auf der Insel scheint was zu sein, auf jeden Fall. Und ich will wissen, was das ist. Ich finde auch immer noch diese schwebende riesige Plattform da einfach geil.
Insel scheint auch ein bisschen weit weg zu sein. Und was ist mit den Vögeln, die da hinten sind? Die einfach mitten in der Luft landen. Na gut, dass ich Zerstörung von Gebäuden ausgeschaltet habe. Ansonsten, ja, wäre das ein bisschen doof mit meinem Boot, wenn ich hier so die ganze Zeit drauf haue. So, solange es regnet, nehme ich mir eben noch einen Schluck. Da kann man verschwenderisch sein, auf jeden Fall. So. Gleich sind wir da. Das ist absoluter Blödsinn, was ich hier mache mit zwei Paddeln da. Oh. Okay, gleich sind wir schon da. Nur noch 100 mal Paddel wechseln, dann sind wir da. Ey. Aber irgendwas scheint das zu sein, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sind da. So, gibt es hier irgendwas auch Interessantes laut Karte? Ne, ist nur einfach irgendwo eine Insel, wo wir sind. Aber immerhin hier ein Schiffswrack. Wieder markiert? Nö. Scheint auch nicht interessant zu sein. Ja, ist ein bisschen enttäuschend. So. Aber wir tuckern noch auf jeden Fall noch nach Hause. Wieder falscher Paddel. Wir müssen diesen Weg. Und los. Und dann können wir gleich auch nochmal noch eine weitere Special-Folge aufnehmen, wo wir die letzten 151 Baumstämme sammeln. Und dann haben wir das Fundament durch. Vor allem, ich bin auch gespannt, so wie Sons of the Forest sein wird. Das ist eher der Nachfolger hiervon. Bin ich auch auf jeden Fall gespannt.
Weil die Monster dort sollen ein bisschen krasser sein und so. Aber es ist auch deutlich besser animiert, finde ich. Ah. Dauert ja aber. Ansonsten würde ich sagen, wir tuckern ja nur dahin. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und dann seht ihr, wie ich schon am Gebäude da bin, in der nächsten Folge. Vielen Dank und ciao.